Die ersten Strahlen morgens durch dein Fenster schießen und deine Nase. Hey, servus Leute, das ist der Manu, ich bin der Deluxe. Wir wollen heute auf das neue Lied von Apache reagieren. Es nennt sich Fame. Und los, lass es mal reinhören. Let's go. Für euch war nach meinem. Sehr gut, Alter. Direktes Bild wie von bei kleiner Hure. Bei kleiner Hure. Ja, nice. Im ersten Wortschluss, an der Spitze ist es einsam. Hast du gehört, Digga? Ja. Also, erst beim ersten Wortschluss, an der Spitze ist es einsam. Damit will er halt zeigen, dass er wieder der King ist, was halt schon klar war, Digga. Ja, ich meine, ja, crazy Newcomer. Also, ich meine, einer der besten Newcomer gerade Deutschland, ne? Ist schon crazy gewesen, Mann. Komm weiter. Er gibt. Sie zahlen den Benz von ihrem Vorschuss. Ich zahle den Benz von meinen Einnahmen. Er haut Digga, direkt raus. Er haut einfach raus. Die Armen. Aber das ist. Digga, ja, egal. Ja, ich meine. Er hat halt recht, Mann. Hat recht. Die anderen holen es halt vom Vorschuss, die ein Lambo oder so, und der macht es halt direkt mit den Einnahmen. Schon heftig. Weiter. Wir feiern hart, zerficken Shows und wir lieben Risiko. Nach 22 Jahren habe ich verstanden, mein Vater wollte nicht nur kurz Kippen holen. Oh, Digga. Digga. Ich glaube, das Lied wird echt krass, Mann. Der packt jetzt schon aus, Alter. Aber so. Ein bisschen härtere Lines auf jeden Fall. Nicht nur so Spaß und sowas. Aber macht doch ein bisschen Joke draus. Also kennst du den Gag, wenn so. Ja, mein Vater ging raus, Milch holen oder sowas, kommt erst 20 Jahre später zurück oder so. Ja, Digga, das stimmt schon. Aber, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so anfangen wird. Aber ja, ist geil. Ist geil. Weiter. Es wird langsam wieder Abend. Leg meine kleine Schwester schlafen. Ich treibe mich rum auf der Straße. Ab und zu bricht meine Nase. Nicht aus Zucker, doch die Nächte sind kalt. Liebe ruft an, ich hab keinen Empfang. Handy vibriert in der Hand. Kann es nicht lesen, bin wieder auf Wald. Wenn die ersten Strahlen morgen. Da ist das Lied wieder. Beim Teaser ging mir schon so hart ab, weil er nur so diese 60 Sekunden rausgebracht hatte. Da waren auch die ganzen Haters, halt, die gesagt haben, boah, mal sehen, was er daraus gemacht hat, was im Lied. Das Kinderliedteil. Ja, ich glaube, er muss noch irgendwas dazu bringen, oder? Weil so eine ganz klare Line nie, da hat es direkt so gemerkt, gefühlt, also direkt erster Tag oder so, haben die Leute schon so gebracht. Ey, Kinderlied, also, Apache. Um ehrlich zu sein, ich glaube, das war ein Move von ihm, weil ich glaube nicht, dass Apache sowas bringen würde, das halt so ein bisschen. Verstehst du? Ist irgendwie unter seinem Niveau, würde ich jetzt mal so behaupten. Ich glaube nicht, dass er so dumm ist. Ich meine, er hat ja schon auch immer so ein bisschen so Joke-mäßig gemacht. Deswegen so ein Kinderlied reinzubringen, hat auch schon ein bisschen so ein Vibe. Aber ich meine, da es ja ein bisschen immer um seine Kindheit auch so geht und mit seiner Mutter und sowas. Ja, vielleicht. Ja, stimmt. Vielleicht wollte er einfach dieses Fame sozusagen seiner Familie widmen und das als Kind. Ja. Ja, lass mal weiter einfach. Ja. Durch dein Fenster schießen und deine Nase kitzeln, musst du halb im Schlaf noch niesen. Aber hast du dieses Kinderlied schon mal gehört eigentlich? Ich nicht, Alter. Ahnung, Alter. Ich dachte, ich kenne so Kinderlieder, aber irgendwie dieses Kinderlied. Okay, lass mal vorne wieder spielen, bisschen vorher. Ja. Und deine Nase kitzeln, musst du halb im Schlaf noch niesen. Sind unsere Blöcke viel zu hoch, wir können es nicht genießen. Nicht mal die Sonne schafft es hier rein. Ey, yo, was geht? Das ist geil. So der Fame, weißt du, wie im Konzert, wenn alle dich so tragen. Ja, stimmt. Das ist so das Crowdsurfing, Alter. Stimmt, sieht schon ganz witzig. Wahrscheinlich konnte keine Leute da haben, wegen Corona. Ja, stimmt. Und dann haben sie einfach so gemacht. Ah, stimmt, Alter. Das ist ja während dieser witzig Zeit. Eigentlich. Ist schon ganz gut gemacht. Gut gelöst. Ich tipp nur das ins iPhone ein, was ich erleb. Scheiße, Mann, jetzt. Da kommt wieder diese Szene. Die Skates, Alter. Die dürfen natürlich nicht fehlen. Oh Mann. Welchen Lied hat das nochmal gebracht? Ich glaube, es war kein Problem. Da war auch mit den ganzen Zeit mit den inneren Skates und auch die gleiche Nike-Jacke. Ich glaube, bloß andere Farbe. Das ist das, was ich an ihm feier einfach. Er bringt einfach wieder Sachen aus seinem alten Video und zeigt es wieder sozusagen auf. Ja. Ich weiß nicht, aber irgendwie. Ja, ich warte noch immer auf den Teil, wo er dann anfängt zu laufen. Das macht er auch immer öfters, Das macht er auch immer oft, dass er so in die Kamera reinläuft oder wegläuft, so eins von beiden. Ja, lass mal schauen, ob er das jetzt bringen wird. Ja. Ey, yo, was geht? Mama, schau her, dein Sohn hat das endlich geschafft. Du wurdest sein. Boah, das sieht schon krass aus einfach, gell? Das ist wirklich nice. Vor allem, er macht immer so einen voll auf so einen Boss, Alter. Das ist das, was ihn ausmacht, Alter, so richtig. Selbstbewusst. Eine Millionärin über Nacht. Scheiße, Mann, jetzt sind wir also Fame. Ey, yo, was geht, ey, yo, was geht. Aber sei ehrlich, wie findest du eigentlich so die Hook und sowas? Also ich meine, der ganze Chorus? Ja, die finde ich schon ganz geil, mal. Also wie er so rumläuft und so, das, ich weiß nicht, das widerspiegelt halt das Selbstbewusstsein in ihm, finde ich jetzt. Ja. Was willst du dazu sagen?
Ja, schon auf jeden Fall. Ich bin, ich meine, es passt halt, der gute Titel vom Lied ist ja Fame. Ja. Und ich meine, da haut er das halt so richtig raus in dem Lied jetzt halt so ein bisschen, dass er so, er ist jetzt halt schon auf richtig Fame-Basis, nicht mehr, gefühlt nicht mehr so ganz der Newcomer, sondern schon mehr. Und kann man wieder damit immer so zeigen, wie es bei ihm läuft. Das Geile an ihm ist einfach, dass er halt diesen neuen Flow mitnimmt, verstehst du? Er ist nicht, man kann nicht sagen, man kann nicht einordnen als Rapper oder als Sänger, der macht das so mitten zwischendrin, verstehst du? Ich meine, ja, auch mit einer hohen Stimmlage, weil ich auch so manchmal richtig gut feiere. Ja, doch. Also ich meine, es ist schon was, ist auf jeden Fall anders als den anderen Deutschrapper zur Zeit. So das macht immer ihn, glaube ich, eher aus, verstehst du? Wenn so viele auch mögen und so viele hören. Okay, lass mal weiterhören. Ich hasse Gewalt, doch manchmal muss man sie zum Spuren bringen. Und sieht man sich mal live, müssen sie sich durch ihre Hose auf die Schuhe pissen. Ich Alter, vor allem mit dem Video direkt so direkt die Nebentür, wo sich Wasser durchläuft und so hinpissen. Aber ich glaube, damit zeigt er einfach irgendwie seine Vergangenheit, oder? Weil er hat halt gemeint, manchmal muss man auch Sturen auf die Dinger kicken. Mit Gewalt auf die Sturen, ja. Ich glaube, das zeigt auch wieder, vielleicht hat er auch eine harte Vergangenheit gehabt. Das ja, ich will kann halt, schon glauben. Ich glaube, diese Geschichte, also das Lied soll einfach nur zeigen, wie er so Schritt für Schritt in diesen Fällen gelangt ist, verstehst du? Ja. Er erzählt auch ein bisschen von seiner Vergangenheit, zum Beispiel mit dem Vater. Und er will halt, glaube ich, mit dem Lied einfach nur zeigen, dass dieser Weg, den er gegangen ist, nicht einfach war für ihn. Weil es ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen mit Kindheit zu tun, vielleicht deswegen auch das Lied so dabei. Vielleicht ist auch ein Lied, was halt die Kindheit die ganze Zeit geprägt hat. Der kann auch sein. Lass weiterhören einfach. Spiel eine Show in einer Arena, du spielst in Kneipen, also Ruhe bitte. Alle Karten weg in 10 Minuten, Bitches bieten Sex an für Tour-Tickets. Die Rap-Szene ist nur ein Affenzirkus, in dem kleine Kinder gern mit Waffen anziehen. Ich steh, wo ich... Das ist vielleicht ein Affenzirkus, Alter? Weil ich meine, diese, weißt du, der Dance-Move ist ja richtig so ausgelutscht. Ja, so stimmt, Fortnite-Kids, Alter. Und so. vielleicht macht das so ein bisschen Joke, so, ihr seid alle gleich, so, und macht die kleinen Hype da. Der haut gerade richtig Alter. Rein, Alter. Das ist geil, ist mal ein bisschen härter auch. Aber ja, man ist richtig heftig. Wo ich stehe, weil ich bin, wer ich bin und nicht mal irgendjemand da Patsche platziert, ich weiß... Boah, das stimmt so hart einfach. Ja. Er zeigt einfach nur, dass er einfach er selbst ist, verstehst du? Er ist dort, wo er ist und nicht durch irgendwelche Leute, die ihn promotet haben und so. Er hat es einfach selber geschafft mit seiner eigenen Linie sozusagen, verstehst du? Er macht nicht andere Leute nach. Ja. Er ist sozusagen ein Neuer, der einfach neue Sachen bringt. Und das auf jeden ist das Fall. Heftiger Kerl einfach. Es ist doch selbst, ich war lange weg, doch auch wenn ich mal ein Kinderlied droppe. Oh, boah, das war so klar, ich hab's dir gesagt. Das Kinderlied, Alter. Das war so klar, es war so klar, dass er einfach so schlau ist, einfach, ja. Heftiger Business muss man einfach. Alter, geh nochmal kurz zurück. Geile Werbung, ja. Ja. Auch wenn ich ein Kinderlied droppe, Alter. Zirkus, in dem kleine Kinder gern mit Waffen anziehen. Ich steh, wo ich steh, weil ich bin, wer ich bin und nicht mal irgendjemand Apache platziert. Ich weiß es doch selbst, ich war lange weg, doch auch wenn ich mal ein Kinderlied droppe, besser verpiss dich aus meiner Release. Was war Release? Ich glaube, er meint Release-Woche. Oder? Was willst du sagen? Ja, ich meine, das würde am besten noch reinpassen, weil es einfach von der vom deutschen. Piss dich aus meiner Release! Wenn die ersten Strahlen morgens durch dein. Ich glaube, er will damit auch sagen, weißt du, selbst wenn, keine Ahnung, nicht, weil er so lange weg war und ein Kinderlied droppt, dann hörst du es vielleicht dir nicht in der Release-Woche halt an, aber weil es eh so fame wird oder so gut wird, wird er sich es eh danach noch anhören, weißt du? Alter, so ja, später stimmt, muss, wird er sich früher oder später eh irgendjemand alle anhören, weil er einfach so fame ist jetzt oder so, weil er so krass ist, Junge, dass du es früher oder später eh anhören wirst, weißt du? Selbst wenn du so meinst, so, oh, du hast lange nichts gebracht. Das und hat was, das hat was. Ja, stimmt. Dann verpisst du aus meiner Release-Woche, aber du bist ein Bitch, du wirst es danach eh anhören. Das darf ich nicht sagen. Cut out. Junge, der packt so heftig hinter. Ist okay, komm, lass weiter. Es gefällt mir jetzt schon, Alter. Ich kann jetzt schon sagen, ich will es auf Dauerschleife hören. Fenster schießen und deine Nase kitzeln, musst du halb im Schlaf noch niesen. Sind unsere Blöcke viel zu hoch, wir können es nicht genießen. Nicht mal die Sonne schafft es hier rein. Ey, yo, was geht? Ich tipp nur das ins iPhone ein, was ich erleb. Scheiße, Mann, jetzt sind wir also fame. Ey. Merkst du immer, dass er in jedem Zimmer immer kurz reingeht und wieder rausgeht und dann immer einen Schritt weitergeht? Ich glaube, das soll so seine Lebensabschnitte so ein bisschen auch zeigen. Weißt du, so verschiedene Teile einfach. Und es ist ja eben auch so verschiedene Szenen eben aus seinen Musikvideos, weißt du, schon über die Jahre hinweg so ein bisschen was verändert hat. Ich meine, gerade eben war ja mit so alt, wo alt war, war so 200 km/h. Stimmt. Das kann sein, Digga. Bei jedem, schon mal am Anfang hat es angefangen und er zeigt halt ein paar Sachen aus dem Musikvideo und dann geht immer Tür für Tür weiter. Ja. Und zum Beispiel diese Gewalt, das war auch eine Tür, die er erwähnt hat und wo er telefoniert hat. Ja, genau. Das war, und dann die Deutschrap-Szene war so die andere Tür und dann wieder. Oder das mit den Skater soll er halt ein Musikvideo wieder spiegeln. Ja, genau, das war wieder so seine Zeitline so ein bisschen. Ist echt schon gut, ganz cool. Ist echt gut. Das sind auch so neue Eindrücke. Ey, was geht?
Mama, schau her, dein Sohn hat es endlich geschafft. Das ist interessant, hast du ja gesehen? Ja, ja, ist das Bild? Kannst du kurz zurückgehen? Das Bild, lass uns das kurz mal wieder das anschauen. Das ist interessant, ne? Ja. Scheiße, Mann, jetzt sind wir also Fame. Ey, yo, was geht? Ey, yo, was geht? Mama, schau her, dein Sohn. Da, das... Mama, schau her. Das also, da kommt gerade eben die Hookline. Und ich glaube, das soll eben so Apache zeigen, weißt du, eher so mit Sonnenbrille ja, da rechts. Um rechts, gell? Vielleicht ja, so stimmt. Zukünftige Familie und dann wird es halt ihm gut gehen, weißt du, so Millionär-Lifestyle. Ja, und das Beste, das zeigt dir auch sozusagen, schau mal, oben links, da quillt halt diese goldene Farbe raus. Ja. Und er redet halt gerade vom Fame und dass er halt Geld hat, also Millionär ist sozusagen. Ja. Und vielleicht soll es halt zeigen, dass die Wände so überfüllt mit dem Gold ist, sozusagen, oder mit seinem Geld, dass es halt schon rausquillt. Mhm. Das könnte sozusagen so gemeint sein. Mit einer glücklichen Familie, mit dem Herz, mit dem Haus. Ja, und so drei Kindern Sonne, und sowas. Ja. Ich glaube, der will einfach dann auch zeigen, so, er will einfach auch eine Happy Family ja haben, weißt du so. Vielleicht, nicht nur eine schwere Kindheit haben, vielleicht wie er. Und das ist halt einfach eine schönere. Das ist sozusagen, dass halt seine Kindheit widerspiegelt, dass er das halt geändert hat. Dass zum Beispiel, dass jeder am Ende das rausschaffen kann. Ja. Vielleicht will er so eine Botschaft, halt eine gute Botschaft vermitteln. Ja. Hast es endlich geschafft, du wurdest eine Millionärin über Nacht. Da hat man es wieder gesehen, wie die Wand gequillt ist ja, mit ja Gold überall. Okay. Scheiße, Mann, jetzt sind wir also fame. Ey, yo, was geht? Ey, yo, was geht? So majestätisch, wie er die Treppen hochgeht. Siehst du das? So als würde er in den Himmel steigen. Einfach ja dieses ganze weiße Filter drumherum. Ja. Sieht also das, glaube ich, ist jetzt so der Vergleich wieder, wo er so weg... Also manchmal läuft er auf die Kamera zu ja und manchmal läuft er so ein bisschen mehr so weg von der Kamera, oh, immer alleine. Das könnte sein. Schau mal, bis jetzt ist es einmal zur Kamera hinzugekommen, weil es sozusagen seinen Weg geebnet hat, bis er jetzt hierher kommt, zu diesem Punkt, wo er erreicht ist. Ja. Und jetzt sehen wir ihn sozusagen, weil wir sind hier, jetzt sehen wir sozusagen nur, wie er weitergeht und jetzt sind wir alle hinter ihm, sodass wir ihn sozusagen als Vorbild sehen. Verstehst du, was ja ich meine? So könnte es vielleicht auch das assoziiert ist, sein. Könnte schon auch sein, ja. Bis jetzt hat er halt immer versucht, aus seiner Vergangenheit immer vorzurücken zu uns, ja, zu einer Normalität. Und jetzt hat er uns sozusagen eingeholt und läuft weiter. Ja, neue Stelle. Hast du gesehen? Er schaut auf uns herab. Das könnte echt sowas sein. Okay. Bam. Das denkst du, ich glaube... 3107. Also ich glaube wahrscheinlich jetzt Ende Juli können wir vielleicht ein Album erwarten oder zumindest ein Mixtape, aber wahrscheinlich ja schon ein Album. Ne? Auf jeden Fall. Treppenhaus. Und wie fandest du das Lied generell? Generell? Ziemlich geil auf jeden Fall. War klassisch so Apache-Style schon ein bisschen, auch wieder ein bisschen auch mehr härter. Aber das hat man ja bei Matrix ja auch schon gesehen gehabt, dass es so ein bisschen, dass er auch mal ein bisschen härter rappen kann. Ja, auf und jeden ein bisschen Fall härtere Lines droppen, nicht nur so, ja, alles so ein bisschen hops nimmt. Aber ich bin ehrlich, also das Lied hat mir echt total gefallen, war echt ganz cool. Vor allem, wenn man auch, er zeigt halt seine Kindheit auch ein bisschen und das finde ich echt ganz cool, weil bis jetzt habe ich immer nur so ein bisschen verarschemäßige Lieder gesehen. Jetzt zeigt er halt diese Ernste wieder, wie du schon gesagt hast. Ja, genau. Also das ist doch, mir gefällt es, ich würde es auf jeden Fall noch öfters anhören. Auf jeden Fall. Vielleicht sieht man ja noch ein paar mehr Sachen dann. Auf jeden Fall, hoffentlich. Okay Leute, das war's mit dem Video, ich hoffe es hat euch Spaß gemacht. Lasst ein paar Likes und Comments da und peace out. Ciao Leute.